Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video bei uns. Hallo. Ja, es ist wieder Sonntag, eine Woche ist rum und wir haben gedacht, bevor wir wieder weitermachen mit dem Aufgebrauchteil von dem, was wir nach dem ersten Vierteljahr hatten, wir ja das letzte Video gehabt, was wir verbraucht haben und was wir von Sensi alles so benutzt haben, habe ich gedacht, zeige ich euch mal als kleines Zwischenvideo, was bei uns von anderen Kerzenmarken noch übrig geblieben ist, was noch so ein paar Reste sind, die wir auch noch haben, wie wir die weiterhin verwenden, wie wir die finden, natürlich auch wieder was drin ist nach unserem altbewährten Prinzip. Jeder nimmt sich eine Kerze und ich sage euch, wie wir den Duft empfinden und was dann letztendlich auch drin ist. Und was ich auch probiere, ist, dass die Videos ein bisschen kompakter werden, obwohl die Leute genug die Videos gucken, versuche ich das Ganze mal unter einer Stunde zu halten, so 30, 40 Minuten. Ich kann es noch nicht versprechen, aber einfach, dass es für euch etwas leichter zum Gucken ist und man das auch mal schneller abends konsumieren kann. Natürlich auch wieder mit dem Jens am Start. Ja, ich gucke mal auf die Uhr. Alles klar. Ja, dass man das so ein bisschen im Auge behält, dass es nicht immer so ganz so lange wird, weil ich muss es ja hinterher auch noch hochladen und verarbeiten. Und ja, und heute habe ich dann so meine Yankee-Candle-Sammlung, die ich noch habe, also unsere Kerzensammlung quasi noch rausgekramt für den Winter und das, was noch von ein paar Marken übrig geblieben ist. Und gehe das mit euch jetzt einfach sammlungstechnisch mal ein bisschen durch und stelle fest, wenn ich an meine zwei Sensi-Schubladen denke, dass ich so ein kleines Kerzenduftproblem habe vielleicht. Aber ja, gut. Im Vergleich zu manch anderen Junkies hier auf YouTube, wo ich schon Sammlungsvideos gesehen habe, ist das vielleicht sogar noch wenig im Vergleich. Ja. Es macht mal mehr. Es war mal, glaube ich, deutlich mehr, aber ich verbrauche auch jedes Jahr eigentlich so 3, 4 Kerzen. Aber genug der Vorrede, lasst uns mal starten. Ich greife jetzt hier einfach mal wild durch. Ich fange an, ne? Ja, mach. Ich habe eine Kerze noch, die habe ich schon relativ länger. Ich weiß gar nicht, wo man jetzt hier das Baujahr oder das Kerzengussjahr sieht. Das habe ich, glaube ich, gehört, dass man das mal hier unten irgendwo sehen kann. Ich drehe es gleich um. Die Soft Blanket. Und davon hatte ich auch mal zwei und von Yankee Candle. Und man sieht auch, dass es sich schon ein bisschen verfärbt. Und ja, habe ich noch nicht allzu viel verwendet, weil es ist ein Duft. Den kann ich wirklich nicht immer haben. Das ist für mich ein Migräneduft. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Wenn ich den anhabe, kann ich leicht Kopfschmerzen kriegen. Und ich kann euch ja mal zeigen, vielleicht könnt ihr das Kuss ja herausfinden, ob ihr da, also... Ich weiß nicht, ob man das irgendwie sieht. Das sieht man schlecht. Ja. Sieht man, glaube ich, schlecht. Aber es wird schon, ich würde sie schon 3, 4 Jahre sagen, dass ich die schon 3, 4 Jahre habe. Und das ist ein schöner, frischer Wäscheduft. So ein bisschen wie wenn du deine Handtücher frisch gewaschen hast. Aber mit so einem Lenore Weichspüler irgendwie mit noch was Weichem im Hintergrund. Also nicht ganz so richtig eklig frische Wäsche gewaschen, sondern... Irgendwie, wenn du das Bett frisch bezogen hast, wenn du deine Handtücher gewaschen hast, frisch und es hängt im Bad und du nimmst diesen Duft davon noch wahr. So riecht er. Aber ich finde, wenn er an ist, ist er sehr, sehr, sehr intensiv. Und ich muss ihn nach 3, 4 Stunden wieder ausmachen, wo ich sonst jemand bin, der 15 Stunden durchbrennen kann. Für mich ist es ein Duft, der nicht immer geht. Gerade wenn es noch so halbwegs warm ist, geht er eher als im Winter. Ja. Ist für mich so ein, würde ich mir nicht nochmal kaufen, Duft. Ja, kann mich noch erinnern, das war so beworben mit so wirklich auch frische Wäscheduft. Und so, ich glaube nach Baumwolle oder so hieß das damals, wenn ich mich recht entsinne. Ich kann mich also auch täuschen. Ist ein Klassiker, ist glaube ich auch bei Yankee Candle also noch im Sortiment. Ich mochte den eigentlich ganz gerne. Er ist aber sehr intensiv, wenn er an ist. Also er ist wirklich, also da brauchst du nichts anderes anhaben. Der burnt durch die ganze Bude. Und ich bin so ein Mensch, ich mache nicht in jedem Raum irgendeine Kerze an, weil das findet Jens dann schon wieder zu intensiv oder ja, in jedem Raum also da, ein Duft. Da reicht in der Wohnung also, eine Kerze. Also ich bin auch so ein Mensch, da wo wir sitzen oder wo wir uns gerade aufhalten, nehmen wir eine Kerze mit und oder man stellt die irgendwo ein bisschen weiter in einen anderen Raum weg und ich finde, das reicht dann fast schon immer, weil das ja durch alle Räume durchzieht und das mag ich halt, das mögen wir halt auch so gerne an Yankee Candle, bevor wir Sensi kennengelernt haben. Erstens mal sehen die Kerzen schön aus. Diese Gläser sind sehr dekorativ. Und ich finde halt eben, die halten verdammt lange, glaube ich, so bis so 150, 170 Stunden manche. Und
Ja, also ich muss sagen, das war eigentlich immer das, was wir gekauft haben. Jetzt sage ich euch mal, was in dem Duft drin ist. Soft Blanket Yankee Candle. Ist, glaube ich, noch. Viele mögen den sehr gerne. Also die haben den auch öfter bei sich zu Hause. Ich persönlich muss sagen, ich mochte ihn früher lieber als jetzt aktuell. Ich bin wirklich eher zu einem Süßdüftler geworden, muss ich sagen. Ach so, eigentlich schon immer so ein Süßer. Ja, aber ich mochte früher mehr frische Wäsche. Und jetzt muss ich sagen, teilweise sticht mir das in der Nase und wird so, dass ich Kopfschmerzen kriege. Und dann kriege ich so einen Migräneanfall und dann muss ich sie wirklich, wenn ich merke, dass das hier vorne schon wehtut, dann muss ich ihn wirklich ausmachen. Dann ist es zu viel. Leider. So, wenn jetzt mein Handy mal sich beeilen würde. Ich war nie. Ja, nee, ne? Jetzt sehe ich hier jetzt die Beschreibung, aber eingehüllt in süße Träume den Duft von Zitrusfrüchten, Ela, Vanille und Johanniskraut. Ja. Also Zitrus hätte ich da jetzt gar nicht rausgerochen. Vanille ja, aber Johanniskraut? Okay. Ich dachte mal, Johanniskraut riecht nach nichts, aber gut. Soft Blanket. Ja. Ja. Dann, wenn wir schon mal bei frischer Wäsche sind, jetzt, ja, jetzt darf Jens sich erstmal jetzt, ne, aussuchen. Jetzt darf er weiter. Ist da gerade so hingegriffen, dann nehme ich mal den. Was haben wir denn hier? So eine kleine. Das ist ein mittlerer. Eine mittlere. Es gibt noch kleinere, die finde ich aber preis-leistungstechnisch von Yankee Candle halt wirklich nicht mehr. Lake super. Sunset. Das ist einer unserer Favoriten gewesen. An den erinnerst du dich, den habe ich mir noch mal geholt. Das ist mit einer unserer ersten Yankee Candle Düfte gewesen. Den hatten wir beim ersten, wo wir zelten waren, hatten wir den mit einem Blumenduft von Yankee Candle, habe ich den in groß gekauft. Da war der noch im Sortiment. Das ist einer meiner Favoriten. Leider nicht mehr im Sortiment drin. Und an diese, so eine herbe Note noch drin, also sowas Frisches. Ja, ich würde sagen, so leicht minzig. Den kriegt man leider nur noch für horrende Preise im Internet. Und dann sowas Herbes noch mit bei. Ja, es ist auch ein bisschen frische Wäsche, frisch gewaschen. Irgendwie so. Findest du gut? Ja. Das ist einer unserer eigentlichen Lieblingsdüfte gewesen. Mich erinnert das eigentlich immer. Ich finde erstmal das Label total schön. Ne? Und wir hatten das mit, ich weiß noch, beim ersten Mal zelten. Und wir hatten das im Zelt an, diesen Duft. Und der begrüßte einen dann quasi schon abends. Erstmal kann man diese Gläser halt wunderbar irgendwo hinstellen. Und was ich gerne mache, ich habe solche Ilumalits, die gibt es halt von Yankee Candle. Und um dem Glas halt, damit man dieses Fackeln, also quasi das, damit das nicht Wurzeln so halt so ein bisschen abgemildert wird. Ist das Flammbild ruhiger. Genau, und es gibt auch noch die Möglichkeit, wenn die Kerze nicht genug Hitze kriegt, dass man die halt so ein bisschen so mit so einem Strickdings einhüllt, dass die Kerze mehr ein bisschen, manche wickeln es auch mit Alufolie ein, so ein bisschen mehr Hitze kriegt, dass sich schneller so ein Pool bildet, ne, dass das schneller komplett drumherum flüssig ist, damit man es nicht tunnelt, damit man mehr und länger von den Kerzen was hat. Und für mich ist dieser Duft, ja, das sind einfache Erinnerungen. Also für mich ist dieser Duft süß. Herb, riecht irgendwie wie draußen. Wirklich wie so ein, ja, wie so ein Abend an einem See. Und die Sonne geht unter. Das ist für mich wirklich ein wunderschöner Duft. Und ich muss sagen, den habe ich mir mal in einer Kerzentauschgruppe bei uns geschossen. Da gucke ich immer gerade nach so Kerzen, die man nicht mehr bekommt im Sortiment leider. Und ich hoffe, dass sie den nochmal wiederbringen. Den würde ich mir in groß nochmal nachkaufen. Aber ist, wenn ich den anhabe, mittlerweile auch leider ein Duft. Den muss ich alleine anmachen. Der bei warmen Tagen, wenn es noch so warm ist, geht. Aber wenn es kalt ist, geht der bei mir nicht mehr. Der macht Kopfschmerzen mittlerweile. Er ist gerade noch so an der Grenze. Früher hat er keine Kopfschmerzen gemacht. Jetzt macht er Kopfschmerzen leicht. Also, aber ich tue mit dem Glas ein bisschen knapsen, weil wenn weg, dann weg, komme ich auch nicht mehr dran. Die Ilumalits hier. Moment. Ja, du such mal raus. Ja, ich such mal den Beschreibung. Diese Ilumalits finde ich übrigens persönlich sehr dekorativ auf den Kerzen. Also nicht nur, dass die das Flammenbild ruhiger machen, sondern eben die sehen auch dekorativ aus. Und sind aus Metall. Ne? Also das ist Metall. Hier ist so ein ja, Winterdekor quasi mit so Schneeflocken. Ich habe halt auch Herbst. Herbst. Oder halt Weihnachten. Ne?
Also die sehen, finde ich, nett aus. Ich weiß gar nicht, was kosten die so circa? Oh, ich glaube, bis 5, 6 Euro mehr kosten die nicht. Das geht, ne? Also das ist jetzt nicht sonderlich teuer. Ja, wir haben ja auch noch so ein ganz normales Valentinsmus. Also gibt es in verschiedensten Ausführungen und ist wirklich super. Dann, und was man aber halt regelmäßig machen muss, ist die Kerze halt vom Docht so ein bisschen runterschnippeln. Ja, den Docht muss man ab und zu bei den nach Kerzen. Jeder Benutzung, also vor der ersten Benutzung nicht, aber nach der allerersten Benutzung sollte man, bevor man sie wieder anzündet, weil sonst rußt es halt. Und dann hast du den Rußgeruch in der Kerze. Ist halt nicht so angenehm. Lake Sunset. So, du hast die nächste Kerze gegriffen. Ja. Jetzt bin ich eigentlich gleich wieder dran. Ja. Ich hasse es, wenn man... Dein Handy ist, glaube ich, schneller. Fahrstuhlmusik. So. Abends am See duften die Blumen zusammen mit der klaren Abendluft und erzeugen einen wunderschönen, edlen und femininen Duft. Feminin? Ja, es hat schon was Frauenparfüm-mäßiges. Ich finde aber diese herbe Note ist eher so männlich. Tatsächlich empfinde ich. Und Blumen sind auch drin. Ne, also. Ja, sowas Frisches ist da drin, ja. Das stimmt. So. Tun wir lieber runter, nicht dass ich. Davon habe ich natürlich auch noch so Votivkerze sind das bei Scentsy. Bei Yankee Candle. Das schneide ich mir dann immer so klein. Und mache mir das dann auch nochmal viertel. Und das kommt dann bei mir in die Teelampe. Da wird das schneller erhitzt durch so ein Teelicht. Geht anders als so in elektrischen, funktioniert das nicht ganz so gut. Also die zum Anzünden sind so, muss ich sagen, die geben nicht so gut Duft ab. Ich muss die wirklich halt schmelzen, damit ich davon was habe. Aber geht auch ganz gut. Und ja, und daraus kriegt man dann aus dem Votiv dann 4, 5, 6 solcher Mal, dass man das so lädt. Aber ich würde Votive zum Beispiel nicht mehr unbedingt nachkaufen, weil wenn ich die anzünde, ist zwar zum Testen ganz nett, ist jetzt aber nicht so, wo ich sage, da würde ich lieber schon gucken, dass ich eher eine Kerze kaufe. Andere Möglichkeit, wenn ihr zum Beispiel auch nicht so gut die Kerzen riechen könnt, das habe ich von einem Freund gehört, der auch vorher Yankee Candle gekauft hat, ist, sich so eine Lampe zu kaufen bei Candle Warmers Deutschland. Dann stellt man diese Lampen quasi unter so eine, also diese Kerzen unter so eine Lampe und dann werden die quasi flüssig gemacht, einfach nur von dieser elektrischen Hitze und geben den Duft schneller in den Raum ab und dann bildet sich schneller ein Pool, weil so bei einer Kerze dauert das ja 3, 4 Stunden oder auch mal so 2, 3, bis sich da ein kompletter Pool bildet. Ja, dann mache ich mal weiter mit einer limitierten Osterkollektion. Die habe ich mir letztes Jahr zugelegt, die Bunny Cake, die kommt auch jedes Jahr wieder. Also ich kaufe immer, wenn ich Yankee Candle kaufe, bei Duft und Raum ein. Und die haben dann auch mal so USA-Kerzen oder sowas, halt so Sachen, die du nicht so in Deutschland kriegst. Und die riecht wirklich total nett, einfach nach Zitrone, irgendwie nach Kuchen, aber auch ganz leicht und angenehm. Das ist wirklich so ein Duft fürs Frühjahr, finde ich. Oder wenn es noch warm ist. Also die könnte man jetzt auch noch wunderbar anmachen, finde ich. Da ist halt ziemlich viel Zitrone drin. Ich suche mal gleich die Beschreibung raus. Zitrone riechst du raus? Ja, dieses Zitrische. Mich riecht das eigentlich irgendwie nach Zucker. Zucker. Zucker und Zitrone vielleicht. Müssen wir gleich gucken. Zucker, Vanille würde ich jetzt direkt so mal sagen. Ja? Ja. Naja, Bunny Cake ist so voll süß auch irgendwie für mich. Findest du angenehm oder eher, wo du denkst, boah, das geht jetzt aber schon in Richtung, boah. Ist mir eher ein bisschen zu süß, ja. Ja? Ja. Die süße Verführung aus Kokosnuss, cremiger Vanille und einem leichten Zitrusnote. Okay, Kokos, wenn man es so sagt, könnte ich auch bestätigen, aber... Ja, Bunny Cake. Ne? Weil hier vorne sind ja auch Kokosraspeln auf dem Label drauf. Ah, ist ein Duft, wo ich sage, den müsste ich mir jetzt auch nicht nochmal nachkaufen. Wenn der abgebrannt ist, habe ich von dem genug. Aber es ist schön, ihn mal da zu haben. Also ich freue mich schon darauf, wenn ich ihn ausgiebig dann nochmal düftle. Ist eher auch was, wenn es warm ist. So, Wenn es kalt ist, finde ich eher so Zimtdüfte geil. Also dann, die Zeit kommt ja jetzt dann auch bald, ne? So. Okay. Achso, die E-Mail, die tue ich mal heute. Wenn wir schon mal bei süßen Sachen sind, ich greife mal hier hinter. Oh ja. Habe ich leider auch nur noch ein mittleres Glas von. Ja, so ein kleines. Da habe ich Strawberry Buttercream. Oh, ich liebe ihn.
Ist leider auch nicht mehr im Sortiment. Mit einem schönen Sahne-Erdbeer-Kuchen, schätze ich mal, soll das sein. So als Abbildung. Boah. Aber jetzt, wenn ich ihn aufmache, denke ich mir... Der ist aber super. Also riecht überhaupt, finde ich, gar nicht nach Erdbeere. Doch, künstliche Erdbeere finde ich schon. Aber ich werde gleich nochmal dran riechen. Nach Vanille, Buttercreme, ja. Strawberry ist leider nicht mehr im Sortiment. Aber so Erdbeere... Nee, also ich glaube, das Erdbeeraroma entfaltet sich tatsächlich erst, wenn er anders ist. Ich weiß auch, dass ich den mal als... da gibt es noch ganz kleinere, da gibt es solche Tarts. Die bricht man sich dann halt auch in die Teelichtlampe. Und ich hatte den an und das war einer, wo ich sonst so einen Tart nur 12 Stunden anhaben kann, dann kann ich eigentlich schon wieder 9 reinschmeißen. War das einer, den konnte ich 3 Tage durchbrennen, weil der so intensiv war. Ja, und das ist ein Duft, den kann ich immer haben. Egal ob Winter, Sommer, Frühling. Das ist einfach dekadente Creme, Schlagsahne, Vanille mit künstlichen, wirklich künstlichen Erdbeeren. Es ist nicht jedermanns Geschmack, das ist keine authentische Erdbeere oder authentische Frucht, sondern eher sehr, sehr, sehr künstlich. Aber ich stehe da drauf. Ich kann es ehrlich sagen, wenn der nochmal wiederkommen würde, würde ich mir auch nochmal ein Glas in groß organisieren. Liebe ich. Das ist halt genau meins. Ne? Köstlich aufgeschlagene Schlagsahne vermengt mit zuckersüßen Erdbeeren und wird serviert. Ein Duft, mit dem jeder Schleckermaul kaum widerstehen kann. War mir klar. Schleckermaul. Ist halt so. Dann ein Duft, den mir der Jens dieses Jahr zum Geburtstag geschenkt hat. Der war dieses Jahr, ich glaube, der ist auch noch im Sortiment drin, der Coconut Rice Cream. Ich glaube, das war so ein Ding, du hast überlegt, was du mir zum Geburtstag schenkst und wusstest, ich stehe auf Düfte. Und ich wusste, du magst Kokosnuss. Hast du nicht ganz unrecht, ja. Habe ich auch noch nicht verwendet, weil ich sie heiß und ähnlich ein bisschen horte, weil Kerze ist für mich eher so eine Sache, das geht immer im Winter oder wenn der Herbst schon richtig anfängt. Das wäre jetzt so die richtige Zeit, die anzumachen, ehrlich gesagt. Vielleicht machen wir das heute Abend mal. Und hier ist leider der Deckel ein bisschen los. Ich glaube, du hast ja auch bei Duft und Raum bestellt. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, glaube schon. Und das ist ein Duft. Ein schöner Duft. Das erinnert mich wieder an Ägypten. Ich kann dir das nicht erklären. Das ist, wie es in diesen Wellness-Tempeln immer gerochen hat mit ihren ganzen Ölen. Die da haben oder viel mit Kokos und Kokosölen und du hast eine Massage bekommen und kriegst einen Cocktail vielleicht noch irgendwo oder kommst gerade schön entspannt und trinkst einen Pina Colada oder so und bist herrlich entspannt von dieser Massage. Hast Urlaubsfeeling in den Adern und das ist für mich dieser Duft. Ich weiß es nicht. Das ist für mich pur Urlaub. Das ist für mich, dieser Duft schreit Urlaub. Ja, ich lasse das mal so stehen. Finde ich. Das ist meine komische Beschreibung wieder zu solchen Sachen. Ich suche es raus. Wie findest du ihn denn? Du hast ihn ja immerhin selber rausgesucht als Geschenk. Das ist so eine Wiederauflage oder irgendwie sowas. Die hatten sie, glaube ich, früher mal, diese Düfte. Steht in so einer... Since 1969 steht da extra drauf, also das ist so eine Serie, die wir wohl hatten gerade. Mit so wahrscheinlich alten Düften, die früher schon mal gemacht haben. Und jetzt mal neu auflegen quasi. Lass dich verführen von einer himmlischen Kokosnusscreme. Es ist eine exotische Delikatesse, die darauf wartet, dass du sie für die entdeckst. Also es ist wirklich Kokosnusscreme. Ja. Wahnsinn. Da ist nichts anderes drin, es ist Kokosnusscreme. Okay. Du bist wieder dran. Hast die Qual der Wahl. Ich greife hier hinter. In unserem reichhaltigen Angebot und Potpourri. Oh Gott, so eine große Schwere, die ist noch voll. Ja, was ist denn hier? Weihnachten. Christmas Celebration ist ja bald wieder soweit, ne? Ja, die konnte ich jetzt, glaube ich, mich zu erinnern. Die habe ich mal zusätzlich geschossen, auch in der Kerzentauschgruppe. Die war aus einer Sonderedition. Die konnte ich nächstes Jahr nicht mehr anmachen über Sommer, weil das ist wirklich Weihnachten, glaube ich. Zu weihnachtlich. Oh ja, das riecht nach Spekulatius, nach Tannennadel, nach Kaminfeuer noch irgendwie zusätzlich. So ein rauchiges war auch mal leicht, finde ich, hat die auch noch drin. Sehr intensiv auf jeden Fall, aber nicht schlecht. Ich glaube, das ist auch ein Burner, den rieche ich hier schon. Nach Nuss, würde ich sagen. Nach Nuss?
Aber nicht also wenn ich Nuss deuten kann, ich bin ja kein Fan von Nuss, weil ich eher allergisch drauf bin. Von daher. Schlecht, gut jetzt? Sehr intensiv, aber ich glaube gut. Wir hatten die noch, hatten wir noch nicht alle, ne? Nee. Aber ich roch das schon aus dem Deckel so, wo ich dachte, das ist nichts für Januar, Februar, heiße Tage. Was das für Januar, Februar, heiße Tage? Ja, halt eben fürs gesamte Jahr. Ne? Das ist halt nichts jetzt. Ich meine für die heißen Tage, aber für Januar, Februar vielleicht schon. So meinst du? Ja. Ja. Ich habe mal die Duftbeschreibung rausgesucht. Oh, puh. Also das ist eine Kerze, wo ich wirklich puh sagen muss. Das geht wirklich nur, wenn es draußen knackekalt ist. Also das geht nur November, Dezember, Januar, Februar rum. Also sobald das auch nur ansatzweise da draußen die Sonne scheint und wieder warm ist, killt euch diese Kerze. Also das ist zu viel. Aber es ist, ich kann mir vorstellen, wenn das jetzt richtig kalt ist und wir einen Kamin anhaben, und dann diese Kerze, um sich aufzuwärmen, ich weiß es nicht, dass die ein wohliges Gefühl. Es ist nicht unangenehm, aber ich bin mir bei dieser Kerze so 50-50, ob ich mir die nochmal nachkaufen würde oder ob ich eher denke, boah, das ist schon in your face. Ne? Also das ist wie heute mein Lippenstift in your face. Die Aromen und Düfte dieser besonderen Feierlichkeit. Reife Beeren und mehr grüne, immer grüne Früchte gemischt mit Eukalyptus und einer Prise Schokolade. Ja, okay, Schokolade. Kopfnote Schwarzkirsche, Himbeere, Eukalyptus, Schokoladenpudding, Tannengrün, Toffee in der Herznote. Ja. Basisnote Vanille, Zedernholz und Zucker. Also das sind Inhaltsstoffe. Zedernholz ist wahrscheinlich dieses leicht. Boah, traurige, das ist von den Inhaltsstoffen was, das killt dich weg. Also die burnt. Jo. Ja, machen wir weiter. Ne? Ach, ich habe auch noch natürlich Motivkerzen hier von einer, die ich mal bekommen hatte in einem Tauschpäckchen, Camellia Blossom. Die war, glaube ich, dieses Jahr in der Frühjahrskollektion. Und ja, ein Blumenduft. Habe ich dabei gehabt, ist jetzt was ich nebenbei noch so in die Teelichtlampe schmeiße. Aber nichts, wo ich sagen würde, ich bräuchte jetzt das Glas davon. Weil, ihr wisst es, ich bin jetzt nicht wirklich so der Blumentyp. Aber ich kann nicht mal schnell für die Leute, die es Ich mache einen Blumenmann. Ja, dich machen Blumenmann. Ach, schön. Bist ein Blumenfan, ja? Ja. Ich nicht. Nein, eigentlich nicht. Aber ich bin auch jemand, frische Blumen im Haus. Ich brauche das jetzt nicht unbedingt. Ne? Also, tote Deko. Endlich eine Frau, der ich keine Blumen schenken brauche. Theoretisch. Also, wir haben ja bald wieder Jahrestag. Musste nicht mehr. Mich machen da eher andere Dinge an, wo ich sage, schenk mir doch mal wieder ein Spiel. Oder lass mich mal wieder bei Sensi bestellen. Das ist schon eher so, wie ich sage, ja. Den Lieblingsplatz im Garten. Umgeben von rein weißen Blüten aus der Kamelie und dem zarten Duft von wunderschönen blühenden Kamelien. Blumen. Ja, Blumen halt. So, du bist wieder dran. Was ist das hier eigentlich? Würde ich dir erstmal empfehlen, noch einen anderen vorher zu nehmen. Das ist noch sowas, was ich dir zeige. Okay, ich mach mal hier. Ich greife mal hin. Ich nehme mal hier. Den haben wir zweimal da. Rainbow Shake. Mein absoluter Lieblingsduft von. Leider auch nicht mehr drin. Es war in der Osterkollektion, dieser Duft. Ich liebe ihn. Und der erinnert mich an fruchtige Süßigkeiten, Fruchtbonbons, Kaugummis. Ja, aber alles so fruchtig halt. Wie in so einem Süßigkeitenladen. Da. Ich suche schon mal das Ganze haben wir zweimal. Warum auch immer? Weil es mein Lieblingsduft ist. Ich habe das dreimal da gehabt und habe ihn schon einmal verburnt. Ja, riecht für mich wie eine Art Jellybeans, Gummitierchen. Wie ein Milchshake. Dazu ist auch noch was Cremiges irgendwo im Hintergrund. Also ein bisschen witzelig, ein bisschen säuerlich, ein bisschen süß und dann was Cremiges. Jetzt mal so als Frage, welche von beiden ist älter? Ich habe die beide gleich gekauft, zum selben Zeitpunkt. Aber sie hatte den Duft 20 Mal da und hat mir zwei davon abgegeben. Riecht der jetzt hier für dich genauso wie der andere? So als Testmann? Nee. Irgendwie hatte ich jetzt nämlich auch gerade den, obwohl das dieselbe Sorte sein soll.
riecht der hier ein bisschen zitrischer mehr, finde ich. Also ein bisschen. Der riecht weicher. Ja. Deswegen habe ich jetzt gerade gefragt, ob der jetzt unterschiedlich alt ist, ob da vielleicht schon Aromen so ein bisschen verändert sich oder verloren gehen. Hm. Muss man dann testen, wenn wir einen warmen anhaben, ne? Ich weiß nicht, wo man jetzt sehen. Nee, kann ich jetzt nichts draus lesen, wann der hier gegossen wurde. Steht auch nicht da. Aber interessant, ne? Das war jetzt mal ein guter Test so. Ich vermute mal, einer von denen ist älter und ich würde fast auf den tippen, weil der ein bisschen weniger intensiv riecht. Hm. Hm. Ja, ich denke mal, im Brennverhalten macht das dann letztendlich nichts. Ja. Nö, das nicht. Aber ist ja tatsächlich so, dass Aromen tendenziell im Laufe der Zeit verloren gehen. Deswegen finde ich es ganz gut, dass diese Kerzen immer Deckel haben, die man dann wieder drauf tun kann. Gehen die Aromen nicht so schnell verloren. Gerade weil, ja, gut, die sind natürlich auch ein bisschen teurer jetzt als so Kerzen, die man so normal im Laden kriegt. Aber wenn man da genau hinguckt, ist es tatsächlich so, dass die eben von der Grammzahl schon allein sehr, sehr viel mehr sind und von der Stundenzahl, die sie dann letzten Endes brennen, auch um einiges mehr. Und wenn man das dann auf die Stunde umrechnet, das könnt ihr ja mal machen, just for fun, dann merkt man, dass die gar nicht irgendwie viel teurer sind als jede andere Kerze, die man so sonst im Laden kriegt. Ein fruchtiger und süßer Mix, der die Herzen... Och, Mann, ich hasse das ja. Die Beschreibung. Ja, die war gerade noch hier. Die Beschreibung. Der die Herzen von Schleckermäulern zum Hüpfen bringt, saftiges und fruchtiges Obst trifft auf süße Vanille und geschlagene Sahne. Getoppt wird dieses Dessert mit bunten Streuseln und einer Soße aus Früchten. Sei ja fruchtig. Passend zum Label. Na? So, den packt man doch mal ganz zum Schluss. Dann habe ich hier noch einen Duft, den habe ich noch als Tartar, den habe ich auch mal als Beigabe, den werde ich jetzt auch im Winter mit verdüfteln. Das ist einer, den mag ich ganz gerne. Das ist der Christmas Eve. Und das ist pur Weihnachten. Das ist, glaube ich, ein Yankee Candle Klassiker, der jedes Jahr auch wieder da ist. Der riecht nach Zimt, Nelke. Ne? Da muss Zimt, ich glaube. Bratapfel. Ne? Also, das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Duft. Vielleicht möchtest du deinen Duft, den ich dir mal zum Jahrestag geschenkt habe, noch. Soll ich den jetzt? Ja, mach ruhig. Also, das ist schon ein Weilchen her, aber ich habe ihn auch noch nicht benutzt. Sehr, doch, du hast ihn schon ein, zwei Mal. Habe ich den angehabt schon? Hm? Ja, tatsächlich. Aber noch nicht oft. Und zwar ist das diese schöne Skyrim-Kerze. Ihr wisst ja, wir sind ja so ein paar Nerds, die halt öfter mal auch ein bisschen Computer spielen und ich habe ja eine VR-Brille auf der PlayStation und habe mir damals direkt zum Start dessen auch das Spiel Skyrim in Virtual Reality gekauft. Und dazu hat dann die Melli mir später noch eine schöne Duftkerze gekauft, die eben extra für diese VR genau, in diese Welt wurde. Passen soll. Es ist eine kalte Welt, es ist eine Welt, die mit viel Natur, viel Wald verbunden ist, in den Bergen. Und diese Kerze soll eben, wenn man die VR-Brille hat, aufhat, eben so ein bisschen Duft wiedergeben, wie es dann in dieser Welt riecht. So, und wenn man da jetzt mal dran riecht, riecht die immer noch sehr schön tatsächlich nach Wald, nach Nadeln, nach ein paar Blumen, die so wachsen, aber auch Kräutern. Also sie riecht tatsächlich so ein bisschen kräuterig, nach ein bisschen Minze vielleicht oder Eukalyptus, irgendwas ist da noch drin. Ich finde sehr, auch so leicht herbe Note, sehr angenehmer Duft tatsächlich. Oh, puh, Tannenwald. Für sie ist es immer gleich Tannenwald. Boah. Aber ich finde nicht, dass es pur nach Tanne riecht oder so. Da ist nichts Süßes bei, das ist komplett herb. Schwierig. Da finde ich die Dose eigentlich auch recht schön. Recht ansprechend gemacht. Kann man den schön verdüftest auf den Tisch, du mal lieber Jans alleine, ne? Ja, du, wenn ich mal wieder in die Unweiten der VR-Welt abtauche, da kann ich vielleicht, glaube ich, den kleinen Hinweis hier haben. Oder ich habe auch einen kleinen Twitch-Kanal, wo wir öfter mal Computerspiele spielen, unter anderem auch VR-Spiele. Könnt ihr gerne mal reingucken, wir verlinken den wieder unten. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeiguckt und vielleicht ein Follow da lasst. Einfach mal so. Ja, für die Game-Liebhaber da draußen.
So, weiter geht's. Moment. Wir sind bei 29 Minuten. Wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Die nächste Kerze, die ich auch mir mal aus einer Tauschgruppe mitgezogen habe, ist die von Goose Creek. Die haben ja auch solche Tumbler, nennen wir die. Wishful Escape. Und das ist für mich auch ein süßer, fruchtiger, ja, ich würde sagen, auch so frische Wäschemoment hat der, aber geht schon auch in Richtung Urlaub. Vielleicht im Urlaub die Wäsche gewaschen, ich weiß es nicht. Aber das Label lässt ja eher so, dass man halt Urlaub macht, vermuten. Ja, den hatte ich noch nicht an, den muss ich dann testen. Den habe ich, wie gesagt, gebraucht gekauft. Und da bin ich schon sehr gespannt. Das passt jetzt auch noch, weil bei uns ist es noch warm. Ist so eine Dreiduftkerze übrigens. Ja, die brennen, die kaufe ich mir auch nicht gerne selber. Gehen schneller leer. Also da habe ich in der Woche so eine Kerze leer. Ich finde, das hat für mich was von Pfirsich. Das ist nicht ganz verkehrt mit der Beschreibung. Habe ich gerade so vom Weiten schon so gedacht. Dann lasst uns gemeinsam die Augen schließen und uns im Paradies treffen. Ein himmlischer Duft aus Orange, Erdbeere, Pfirsich und Mandarine. Ja, Mandarine würde ich auch noch sagen. Ja. So, das ist die, hast du dir. Ist aber eher ein leichter Duft. Ne? Ja, ist jetzt ein Duft, wo es noch schön warm ist. Da passt der. Das ist dein Duft, den hast du dir in Österreich gekauft, glaube ich. Den habe ich mir rausgesucht. Ja, den hast du mir. Doch, ich kann mich da noch dran erinnern, weil ich würde mir sowas nicht. Ich habe den noch nie eingemacht. Ja, kommt jetzt, glaube ich, die. Ich bin ja ein Schlingel. Das müsste ich jetzt mal direkt mal beitun. Yankee Candle. Und der macht kurz etwas klein. Und ich habe meine Brille nicht auf. Moment. Irgendwas mit Zypresse. Coastal Cypress. Aha. Küstenzypresse. Ich finde hier auch mal nicht rund, sondern eckig. Das ist so eine extra Reihe von Yankee Candle. Das ist so ein, ich glaube, aus der Illumalit. Nee, nicht Illumalit, aus so eine extra Serie ist das von denen gekannt. Ich weiß es jetzt leider nicht. Auch eine Dreidochtkerze. Ja. Wolltest du mal ausprobieren, als du sie gesehen hast in einem kleinen Laden in Österreich? Guck mal, hier in dem Deckel steht dann tatsächlich auch noch was. Warte mal. Und zwar steht da drin: Fragranced with pure natural extracts. So. Oh, das ist so richtiger, das ist für mich so ein richtiger Wohlfühl, Kuschel, Decken, frischer Duft, also nicht süß. Geht eher in die Richtung. Müsste auch noch ein Sortiment sein, soweit ich das weiß. Ich fühle mich einfach wohl. Echt? Tatsache, guck mal, riech mal. Bitte? Ja, der hat was Herbes, wie ein schönes Männerparfüm. Gleichzeitig irgendwas Kiefernmäßiges, ich weiß es nicht. Ja, Zypresse. Aber irgendwo im Hintergrund neben diesem allen Herben, was schon fast ein bisschen derb ist, hoffe, dass das, wenn es warm ist, nicht so dolle rauskommt, ist da auch was Weiches, was Sanftes im Hintergrund irgendwo, was hoffentlich auch gut durchkommt, sodass dieser Duft ein bisschen weniger herb ist. Ist es was Rundes? Also Vanille? Ich hoffe nicht. Nein, Vanille konnte ich da jetzt auch nicht riechen. Nee, Vanille würde ich nicht sagen. Vielleicht Amber, Zedernholz? Nee, Zypresse. Das ist, ja, Nadel. Wieso hast du das? Zypressen sind ja Nadelgewächse. Ja. Ich versuche herauszufinden, was da drin ist. Ich glaube, der ist auch noch im Sortiment. Kenne mich aber nicht unbedingt mit jedem Duft. Wie gesagt, ich kaufe keinen Yankee Candle mehr eigentlich. Außer ich habe mal eine Kerze, sage ich mal, die ganz was Besonderes ist, wo man sagt, ach ja, komm, gönnt man sich dann nochmal. Wie zum Beispiel, wenn man eine limitierte Kollektion oder so rauskommt und die Duftrichtung sagt einem zu. Aber auch da greife ich mittlerweile eher zu Scentsy, weil ich für denselben Preis, wie ich hier dann für 50, 60 Euro eine Kerze ausgebe, mir dann bei Scentsy dann 6, 7, 8 Düfte aussuche. Wie die Schreibung. Ein Spaziergang am Meer sorgt nicht nur für einen klaren Kopf, sondern tut auch der Seele gut. Die Meeresbrise bringt einen Duft von Zypressen, Iris und Orchideen mit sich. Ja, also Seele gut, das war so mein, ja, würde ich auch unterschreiben. Also das ist Wohlfühlduft. Dann haben wir noch was ganz Unspektakuläres von Jens Arbeit. Gibt es da auch die Marke, nennt sich Bolsius. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Bolsius, ja.
Und für so, wenn man jetzt nicht so unbedingt mal so Melz gleich direkt rankommt und man möchte das Ganze mal für Teelichtlampen testen, habe ich mir von seiner Arbeit dann auch für jetzt den Winter wieder mitgenommen. Das sind auch so einzelne, hier reicht so eine, zwei in der Teelichtlampe, solche Teile. Und die sind auch recht intensiv, wie ich persönlich finde. Kosten, glaube ich, riesen, haben, glaube ich, so 2,69 pro Stück gekostet. Und das ist jetzt hier Zimt. Also 3 Euro schätze ich mal jetzt. Okay. Zimt, die hast du bei dir auf Arbeit. Also die hat sich mein Zimtkakao. Zimtkakao, die hat sich ein Kumpel von mir auch gekauft. Und der war eigentlich recht angetan. Dann habe ich hier noch Relax und Wind. Die packe ich auch gerne mal in so Tauschpäckchen rein. Weil das so eine nette kleine Sache ist und man das mal testen kann, weil man es vielleicht noch nicht gehört hat. Also die gibt es auch in, ich sag mal, glaube ich, nett. So verschiedenen normalen Läden kann man die kaufen, glaube ich. Ja, habe ich vorher noch nie gesehen. Deswegen, ich fand das einfach interessant, weil das solche Melts sind. Und man die schon gleich fertig portioniert halt in die Lampe schmeißen kann. Das fand ich ganz angenehm. Man muss nichts brechen oder man muss nichts kleiner machen. Summer and Sunshine haben wir hier. Oh, der riecht für mich wieder blumig. Ja, ja. Na, für Sommer halt. Und dann halt eben Klassiker. Bratapfel, Baked Apple. Na, dann ist auch für die anstehende Herbstzeit. Das knalle ich einfach, wenn ich mal Bock habe, einfach irgendwas in die Lampe zu schmeißen. Ich habe an dem Tag nicht so richtig Ahnung. Dann haue ich sowas auch mal ganz gerne mit. Oh ja, geil. Mit in die Lampe. Ja, und der riecht mehr nach Apfel. Also anders als der Zimt, der andere riecht auch mehr nach Schokolade und Zimt. Und der riecht wirklich mehr nach Apfel. Ja, und sowas packe ich halt auch gerne so, wenn ich mal so Tauschbäckchen mache. Gerne mit in die Lampen, mit in die Bäckchen rein. Das mag ich ganz gerne auch zu Weihnachten tatsächlich. Ja, das ist so Weihnachten. Jetzt haben wir noch so eine letzte Sache, die habe ich mal in einem Tauschpäckchen gehabt und das ist etwas, was versuche ich seit einem Jahr, ihm nicht nochmal in die Lampe zu hauen. Das ist Karneval Pralins von Goose Creek und wo ich den anhatte, das war glaube ich im Februar zu meinem Geburtstag, vorvorletztes Jahr gewesen. Diese Teile, diese Melts von Goose Creek sind sehr, sehr heftig und das ist pur Maggi. Also das ist, ich glaube, da ist Haselnuss drin. Weil ja, riecht auf jeden Fall nach Maggi, lustigerweise. Es riecht nach Maggi, aber ja. Wenn wir den, wo wir den anhatten, hast du das Gefühl gehabt, dir kommt's kotzen. Ja. Weil der deswegen umgehe ich ja mittlerweile so Haselnussdüfte. Ich hoffe auch, der hackende Mack von Essenzi kommt nicht Haselnuss raus, wenn wir den anmachen, weil er juckt mir direkt die Nase. Der ist so stark. Das ist auch so ein Duft, wo ich sage, es ist ja schön, dass die Düfte sehr stark sind, aber es riecht auch irgendwie, es wird einen oder anderen geben, dem wird das gefallen. Aber das ist so, als würdest du in deinen Kopf, in deinen Gewürzschrank, ja, in die Packung rein, so nach dem Motto, ach, es ist Weihnachten. Also wer Liebstöffel kennt, ist halt so, dieses Maggi-Kraut, das riecht genauso, tatsächlich. Also jetzt so, aber wenn das brennt, riecht das nicht so, ne? Also wenn das brennt, riecht das wirklich eher wie Nuss, sagst du. Wie Nuss. Für mich riecht es dann wie Kotze. Wie eine Nusspraline. Wenn du kennt ihr Ferrero-Küsschen, wenn ihr Ferrero-Küsschen flüssig gemacht habt unter einer Lampe und diesen Duft, den ihr dann da in der Luft habt, von Nusskuchen oder von Nuss habt ihr dann. Aber sehr, sehr stark. Also der war wirklich, da habe ich einen so einen Cube, den habe ich jetzt schon noch immer in der Lampe. Und ich muss den da irgendwie noch rauskriegen, ohne dass du davon was mitkriegst. Wahrscheinlich werde ich versuchen, ihn rauszuschaben. Und ich ganz ehrlich sage, ich schmeiß das weg, weil ich möchte nicht, dass es für ihn im Haus riecht nach Kotze. Na, also auch für mich ist es viel zu intensiv. Also ich hatte davon zum Glück nur noch so eine Hälfte, die ich von einem mal abbekommen habe aus so einem Päckchen. Aber leider, ich versuche nochmal kurz die. Ich könnte mir vorstellen, Beschreibung, ob da wirklich Haselnuss drin ist oder ob wir das nur so empfunden haben. Was war das? Goose Creek. Kotze im Dings. Kotze in einem Glas, ja. Ja, aber jede Nase ist ja anders. Der nächste wird es wieder feiern, weißt du? Wie gesagt, jetzt, wenn ich das so kalt rieche, riecht das für mich wie Maggi. Karneval. Pralins. Pralines. Pralines. Ja, gibt es sogar noch als Glas. Gibt es sogar als Glas, oh Gott. Ja, Leute. Ich will ja nichts sagen. Jeder andere wird es wahrscheinlich toll finden. Ey, wir sind genau in unserem Zeitlimit drin. Ich gucke gerade. Ist schon. Und was haben wir denn hier? Ich bin gespannt. Man hört ihn bereits aus der Ferne, man kann es kaum erwarten, die ganzen Köstlichkeiten zu entdecken, endlich wieder mal eine Runde auf dem Karussell zu fahren. Natürlich geht es um den Jahrmarkt. Hier kommen Kindheitserinnerungen hervor. Der Duft von Karamell, leckerer Vanille und Schokolade erfüllt die Luft. Mit einer heißen Schokolade gibt es doch nichts Schöneres, als den Herbstmarkt zu besuchen. Karneval Pralins. Aber hier unten auf dem Bild
sind eindeutig Haselnüsse abgebildet, ja? Schokolade, da steht aber nichts in der Beschreibung. Oh, ich finde, das riecht überhaupt nicht nach Schokolade. Wahrscheinlich, weil man in die Schokolade auch Haselnüsse mit reinmacht. In die heiße Schokolade. Für mich riecht das wirklich so, kalt riecht das, finde ich, wie Maggi. Doch, da ist Haselnuss drin. Weißt du, woran du das merkst? Weil ich esse ja gern Nutella. Und du hast erst die Schokolade. Und im Hintergrund ist dann so eine Art, so was Beißendes, was Nussiges. Und das ist halt die Haselnuss. Ich liebe persönlich Haselnüsse. Ich habe damit keine Probleme, aber er ist halt drauf allergisch. So, dann haben wir das geschafft. Oh Wunder, und das unter einer Stunde. Nein, um Gottes Willen. Wie konnte das denn passieren? Ich entschuldige mich für alle, die jetzt ein Stunde-Video erwartet haben. Nein, wir machen auch sicherlich wieder ein längeres Video, aber ich denke, mit 40 Minuten sind wir auch erstmal ganz gut bedient. Das war jetzt noch so unsere Duftkerzensammlung und das, was von anderen Marken übrig geblieben ist, auch nicht gerade wenig. Und ja, das nächste Mal würde ich dann gerne weitermachen mit dem Aufgebraucht von Sensi. Wir splitten das so, denke ich mal, in 2-3 Videos noch auf, sonst wird es einfach zu lange mit 1 Stunde 17. Das war das letzte Mal schon echt extrem. Und hoffe, ihr habt alle noch einen wunderschönen Sonntag. Genießt die Zeit. Langsam wird's ja, ist es bei uns immer noch warm, aber es wird schon leicht kühler. Die beginnende Herbstzeit steht in den Startlöchern. Ich freue mich schon auf den 20.09., wenn Halloweens Düfte rauskommen von Sensi. Und lasst es euch gut gehen. Ich freue mich auf euch, wenn ihr bei Twitch mal reinschaut. Ja. Und ich bedanke mich natürlich auch für die vom letzten Video, alle Neuen, die noch dazugekommen sind. Und heiße euch herzlich willkommen auf unserem Kanal. Und es freut uns wie immer, dass die Videos so einen Anklang finden. Ja, das ist super. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bis denn. Ciao, ciao. Ciao, ciao.